In der Technikwelt gibt es nur wenige Dinge, die wirklich perfekt sind. Logitech ist die Marke, die die Maus buchstäblich gefangen hat, wenn man das so sagen kann. Die MX Master 3S ist perfekt, zumindest für mich. Das und vieles mehr erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Es ist doch einfach verrückt, was Logitech in dieses ergonomische Meisterwerk an Technik gepackt hat. Die MX Master 3S ist noch dazu so leicht, dass man die Technologie hinter dem Produkt fast gar nicht spüren kann, was ja definitiv positiv zu erwähnen ist. Software ist bei einer Maus normalerweise nicht so wichtig, aber wenn es um die 3S geht, dann ist es sehr wichtig, wie man anhand der vielen Knöpfe sehen kann. Diese Knöpfe kann man je nachdem, wie man arbeiten will, anpassen. Bei manchen Apps kann man Aktionen sogar direkt auf die Knöpfe der Maus legen, dass man noch effizienter arbeiten kann. Ein gutes Beispiel ist hierfür Microsoft Word, Excel oder PowerPoint. Bei diesen Programmen kann man unterschiedlichste Aktionen ganz einfach mit Hilfe der Logitech Software auf die Knöpfe der Maus legen. Wo wir schon bei der Logitech Software sind, kann man auch hier nicht gerade sagen, dass diese schlecht ist. Nein, ganz im Gegenteil, es läuft schnell, stabil und flüssig so, dass man fast der Meinung sein könnte, dass es zu schön, um wahr zu sein ist. Manche Mäuse sind wirklich so absolut nervig, weil sie einfach so laut klicken. Also da glaubst du wirklich, du hast das Tomorrowland neben dir stehen. Aber bei der MX Master 3S ist genau das Gegenteil der Fall. Also theoretisch kannst du die auch in eine Therme mitnehmen, weil die so leise ist. Aber gut, wenn wir schon bei der Lautstärke sind, wie ist denn der Akku? Nun, der Akku hat eine Kapazität von 500 mAh, das ist jetzt nicht wirklich viel, aber 70 Stunden Batterielaufzeit, also das ist wirklich ein Burner. Das ist wirklich der Burner schlechthin. Also natürlich kommt es auf die Arbeitsweise drauf an, wie du die Maus halt benutzt, aber im Endeffekt ist die echt nicht schlecht. Dann kommen wir natürlich auch zu einem Mausrad, das ist nämlich magnetbetrieben, wenn man das so sagen darf. Ja. Und der Preis ist natürlich auch wichtig, weil man kann natürlich alles hier auf YouTube vorstellen und dann halt den Preis nicht erwähnen und dann schaut man auf im Internet und dann sieht man, 10.000 Euro, perfekt, nö. Bei dieser Maus, ja, sind wir so bei 86 Euro bei Amazon, je nachdem, wo man schaut. Wir kommen nun zu den technischen Details. Bei einer normalen Maus wäre einem ziemlich egal, was die Maus im Inneren besitzt oder wie sie funktioniert. Bei der MX Master 3S ist es zwar auch nicht so wichtig, aber wer sich so eine Maus kauft, dem wird das nicht komplett egal sein. Nun zum Wesentlichen. Die MX Master 3S hat einen Nennwert von 1000 dpi bzw. einen Mindest- und Höchstwert von 200 bis 8000 dpi. Wisst ihr, worum es hier geht? Keine Sorge, ich auch nicht. Ist ja auch halb so schlimm, dpi wird auch das Dots per Inch genannt und bedeutet so viel wie die Geschwindigkeit des Mauszeigers am Display. Ist auch vergleichbar mit Kilometer pro Stunde, nur halt in PC-Version. Bei der Konnektivität kommen wir natürlich mit der Master 3S auch nicht zu kurz. Mit maximal 3 Geräten kann die Business-Maus verbunden werden. Man kann zwar keine 3 Geräte gleichzeitig verbinden, aber normalerweise sollte eine Verbindung mehr als ausreichen. Mit Hilfe des Knopfes auf der Rückseite verbindet sich dann das jeweilige Gerät. Wer gerne verschiedenfarbige Mäuse hat, wird hier leider enttäuscht werden. Zur Auswahl gäbe es einmal weiß, so wie ihr das hier in diesem Video seht, oder diese dunkelgraue Version. Fazit: Die MX Master 3S ist wirklich perfekt und das ist für meine Verhältnisse wirklich, da gibt es nichts Besseres in dem Bereich. Also es ist sowohl mit Mac als auch mit Windows kompatibel und von dem her kann man eigentlich nur mehr den Preis diskutieren. Naja, ansonsten wünsche ich euch noch einen guten Tag, gute Nacht, je nachdem wann ihr dieses Video schaut. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.